eine neue Beute für mich. Mit denselben Worten zünde ich das Jet-Sprungmodul und stürme ihm entgegen. Ja, er steht im Prinzip, im Prinzip steht er direkt bei dir, direkt an dir okay, dran. Ja gut, dann bringt das Sprungmodul ja nichts. Aber dann so ein kurzer Stoß sozusagen hoch, wieder aufzuspringen und dann Attack. Mhm. Ihr dürft auch gerne verbotenes Wissen Xenos würfeln, wenn ihr mögt, um mehr über Tyranniden und Liktoren zu erfahren. 14. Nee. Ich bin so ahnungslos. Wir haben alle so keine Ahnung. Oh, das ist so gemein. Ich weiß ganz genau, was für Viecher das sind, aber mein Octavius nicht. Ich habe 3 Erfolge. 3 Erfolge beim Angriff, meinst du? Oder? Nee, beim Xenos. Xenos. Ja. Das hab ich zuerst. Du weißt, Liktoren sind direkt mit dem Hive-Mind verbunden. Sie sind Tyranniden, die alleine arbeiten. Alle anderen arbeiten immer im Verbund. Sowohl die einfachen Ganten, also die Thermaganten, die Hormaganten, die arbeiten immer in großen Horden. Aber auch die anderen Größen, Zoanthropen, Neurotropen, wie auch immer sie heißen. Sie sind immer im Verbund. Liktoren arbeiten alleine. Und es gibt nur einen Liktor. Er wird immer wieder neu erschaffen. Selbst wenn er getötet wird, er entsteht an irgendeiner Art und Weise, an irgendeiner Stelle neu. Es gibt nur diesen einen Liktor. Es ist nur dieses eine Schwarmbewusstsein. Also, dieses Schwarmbewusstsein von der Schwarmflotte richtet sich in diesen Augenblicken auf dich. Schön. Dann freue ich mich, ihn zu erschlagen. Also der erste Schlag, ja, der trifft. Mhm, er darf selbstverständlich reagieren und das würde er selbstverständlich auch tun. Nein, das war ein 1W10. 98. Nicht geschafft. Okay, das war die Energieklinge. Sekunde. So, da ich Xenosjäger habe, gibt es plus 2 zusätzliche Schaden. Mhm. Dann sind das 24 Schaden, Durchschlag 6. 24 mit Durchschlag 6 sind 24. Ich muss gerade gucken. Toughness ist 8. 16. Gut. Ja, du schlägst mit deiner Energieklaue zu. Du siehst, wie du Chitin absäbelst und merkst auch, wie es so ein bisschen schillert, wie Regenbogen. Dir fällt auch ein, deswegen hast du ihn nicht gesehen und nicht auch gehört. Liktoren haben eine Chamäleon-Tarnung. Sie können sich praktisch unsichtbar machen. Also, die arbeiten, die graben sich teilweise ein in den Boden, liegen dann mehrere Jahre in diesem Boden, ohne irgendwas zu essen, bis sie dann irgendwann aus irgendeinem Grund wieder aktiv werden und dann Vernichtungen bringen. Das sind wirklich spezialisierte Jäger. Und was auch immer er hier tut, muss vielleicht einen Grund haben. Genau das Richtige, um meinen Ruhm und meine Ehre zu steigern. So, wer ist nach der 22 dran? Ne, ich hab ja noch 4. Ja, du hast noch, ja, dann schlag zu. Dann schlag zu. Der trifft nicht. Der trifft auf jeden Fall. Mhm. Das wäre jetzt der letzte Energieschwert. Und dann noch kommt die Kettenachse. Dann Schaden und dann wieder den Angriff. Das wären dann 21 Durchschlag 6. Quatsch, 27. 27, wieder minus 8 sind 19. 77. Reicht gerade so. Mhm, das ist jetzt mit dem Kettenschwert. Genau. Na, plus 19 sind 28. 28? Mhm. 28 minus 18, 20. Wow. Wer ist dann dran? Gabriel? Octavius? Ich bin auf der 14. Ich glaube, Gabriel war vor mir, ja. Dann Gabriel. Habe ich denn eine Sichtlinie von der Position aus, wo ich stehe? Schwierig. Du könntest noch dich eine halbe Aktion bewegen, dann würde ich es erlauben, ja. Ja, halbe Aktion bewegen und dann spiele ich noch eine halbe Aktion. Gut. Oder, dann, nee, das macht gar keinen Sinn. Ich schieße einfach mal ohne zu zielen. Ja, dann schieß. Denk dran, dass du noch wegen Reichweite einen Bonus bekommst, weil das du ja bist. Ja, er wollte, glaube ich, wegen seinem speziellen Bolter, wenn er da zielt, bekommt er mehr Schadenspunkte. Ja, darum geht's. So ist es. Oder mit 78 ist das trotzdem getroffen. Tordal ist im Nahkampf.
Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Mali, muss ich das einbeziehen? Freunde im Nahkampf? Ja, irgendwie schon, aber ich weiß nicht mehr, wie der Mali war. Ich glaube, minus 20. Minus 20, okay. Heißt das, ich treffe dann, wenn das nicht gelungen ist, Vordal? Ich meine, ja. Ich habe eine BF von 58. Ich bekomme wie viel durch Reichweite? 20? Ich glaube 10, das ist kurz. Das heißt, ich bin auf 68, mit der 78 ist das so schon nicht geschafft. Also wenn es ohne diese Freund im Quark, ohne den Tordal Malus sozusagen schon nicht geschafft wäre, dann triffst du ihn auch nicht. Also auch, wenn ich das Gespräch gerne hören würde, wenn ich Tordal treffen würde, setze ich mal meinen Schicksalspunkt ein. Ich glaube, ich treffe auch Tordal nicht. 98? 98. Es kann ja sein, dass sein Bolter Waffenladung, Waffenhemmung hat, ne? Oder ist die 98, ja doch, ne? Ladehemmung. Ja, da hast du eine Ladehemmung. Was heißt das für mich? Dann schießt du jetzt erstmal nächste Runde nicht, sondern musst deinen Bolter einmal. Das Magazin ist leer. Automatisch das komplette. Und du musst eine Aktion, um die Waffe wieder zu entladen und zu laden. Genau. Also diesen Kampf bist du wahrscheinlich nicht mehr mit Schießen dran. Dann Octavius, nächste Nähe. Ja, also ich bin ja wirklich so ganz nah an dem Kerl dran, ne? Dann kriege ich ja plus 30. Und der Malus wegen Tordal, haben wir gesagt, minus 20? Würde ich jetzt auch sagen, ja. Also ist auf alle Fälle ein Hin- und Her-Tanzen, Hauen und Stechen. Ja gut, dann vollautomatisch und draufhalten. Hattest du nicht einen Zielmarkierer? Bewegungsmarkierer habe ich, ja. Achso, okay. Das habe ich immer schon eingerechnet in meine 91, sonst würde ich nicht auf 91 kommen. Dann Feuer frei. Kurzer Einwurf, wie ich das gleich wieder vergessen. Mhm. Könnt ihr mich daran erinnern, das Auspex zu benutzen? Ja, also ich nicht, aber die anderen ja. 15 Schaden und 5 DS 8-mal. Okay, dann ist es tatsächlich dein erster Lektor. Du, was ist das für eine Trefferzone? 22? Keine Ahnung. Moment. Haben wir doch hier in unserem schönen... Linker Arm. Genau, linker Arm. Ja, sicher nicht ES6. Du hast doch Höllenfeuermunition. Das heißt, die geht nicht alle natürlich rüsten. Stimmt, das ist ein echter. Das habe ich nicht gesagt. Und deswegen, immer wenn ich nichts sage, schieße ich mit Standard. Mit einem gewaltigen Knall fliegt der Arm vom Körper weg, geht in einem Blutschauer zu Boden. Das Ziel stirbt. Hatte das Ziel eine Waffe mit Energiespeicher in der Hand? Nein. Explodiert diese. Munition hat das Ziel auch nicht bei sich. Beziehungsweise irgendwie ein paar lebende Munition oder sowas, aber es explodiert nicht. Also mit einem gewaltigen Knall fliegt der Arm vom Körper weg, beziehungsweise alle Arme, die es bei sich hat. Chitin spritzt durch die Höhle und Blut geht schaurig zu Boden, klatscht. Der Liktor blickt in die schwelenden Boltermündungen, Sturmboltermündungen von Octavius. Ja, geht mit seinen toten Augen dann zu Boden, sinkt auf der Höhle nieder. Man hört nur ein leichtes Knurren. Das ist nicht Tordals Kill war. Ich sag, das war für McCrack, du Biest. Ich möchte direkt mein Auspex konsultieren. Ja, wenn du dein Auspex anschaltest und durch die Höhle hindurch jagst, wirst du keine weiteren Lebenszeichen erkennen, wohl aber viel Metall. Und das ist ungewöhnlich, weil es auf Aurum kein Metall gibt. Ich link mal meine Datenfindungen auf die Huts meiner Brüder. Sieht aus wie ein... Also es ist kein richtiges natürliches Höhlensystem. Das ist es nicht. Es sieht eher aus wie Abbauarbeiten, die hier mit wohl industriellen Meltern geschnitten worden sind oder aber mit Steinschneidemaschinen vom Mechanikum. Als würde der Fels vergewaltigt werden. Ihr
könnt erkennen, dass sich hier direkt in der Mitte ein großes Loch nach oben offenbart. Weniges Sonnenlicht, was noch nach unten fällt. Und es gab hier wohl eine Tarnschicht, die ist aber auch zerstört. Also irgendjemand hatte hier diesen Felsen noch getarnt. Das ist aber auch schon lange, lange her und scheint im Umfeld dieser Kämpfe dann wohl auch zerstört worden zu sein. Ihr seht, neben dem Höhleneingang die Abbaukammer. Es glitzert in der Höhle, neben dem Tageslicht auch noch leicht orange, gelblich. Als wäre die Konzentration der Dekavan-Kristalle unglaublich hoch. Ihr könnt Kristallverarbeitungsmaschinen erkennen, die dann hier aufgebaut worden sind. Lagersysteme, in denen neben den Bergbaulasern auch Bohrköpfe stehen und viele große weitere Kisten mit Dekavan-Kristallen, die hier abgebaut worden sind. Von irgendwem. Ihr tretet näher heran und seht das unheilige Maschinenrad vom dunklen Mechanikum. Und auch einen Chaosstern, der auf den Boden gemalt worden ist. Zudem findet ihr neben den Bergbauschächten, da hat sich wohl irgendjemand sehr tief nach unten auch gebohrt, Leichen von toten Magi des Mechanikums, die hier im Prinzip auch die fleischliche Hülle ist weggerottet oder weggefressen. Nur noch das metallene Gitter, das was sie ehemals eben umgeben hat, ist noch da. Aber auch die liegen tot in der Höhle, neben den Richtungselektroden und all ihren merkwürdigen Energie- und Raffineriezylindern. Und seht eine Transportkapsel, nicht so groß wie die von euch, wenn ihr mit eurem brennenden Modul nach unten springt. Aber hier hat man sich wohl mit Transportröhren nach hier hingeschnitten, durch den Felsen hindurch, ein Lager aufgebaut, Plaststahlzylinder aufgebaut, und die Überreste einer Stasisröhre, die ihr erkennen könnt. Eine leere Stasisröhre, von innen zerkratzt, als würde, das ist zwar schon sehr hartes Glas, oder ein Glas, also es ist ein Material, durch das ihr hindurch gucken könnt, auf alle Fälle. Aber das sieht aus wie Kratzer von Chitinklauen. Nun, vielleicht hat das Mechanikum diese Viecher mitgebracht. Also das dunkle Mechanikum. Naja, lasst uns das einmal umschauen. Vielleicht können wir die Klauen zu den Spuren zuordnen. Ich würde mir mal so eine Lictor-Klaue nehmen, mir die genau anschauen und dann die mal vergleichen mit den Spuren in der Kammer. Ich würde dich mit Spuren lesen gerne dabei unterstützen. Haltet die Augen offen. Diese Liktoren sind fähig, sich zu tarnen. Also vielleicht gibt's hier noch einen. Ich habe ja Scheiße gewürfelt. Ich weiß nicht, dass die allein sind. Mhm. Es gibt nur einen von denen. Es ist einer der wenigen Kreaturen unter den Abscheulichkeiten Xenos, die alleine arbeiten. Sie sind geborene Killer. Ja, Willen, du schneidest dir so eine große Chitinklaue von dem Liktor ab, mit der er nach Trolla gestochen hat. Würdest aber auch meinen, dass das nicht da reingepasst hat. So ein Liktor, wie lange der jetzt im Untergrund lebt, wie der mit den anderen agiert, ob der generell mit Symbionten reagiert oder ob er die unter seiner Würde sind, das ist natürlich eine Frage, die müssten Xenos-Biologen klären. Aber während du so umherschreifst und auch nochmal nach den Symbionten guckst, die draußen vor der Höhle liegen, dein Blick, Wilhelm, fällt auf den Gürtel von Tordal, an dem schon eine Symbiarchenklaue hängt. Naja, Bruder, halt, kannst du mal deine Klaue daneben halten? Ich glaube, diese hier war es nämlich nicht. Komm gerne. Was beschauen. Halte ich mal die Klaue daneben. Das würde schon eher von den Proportionen passen. Bruder Ifrit, bitte nimm dich diesem abscheulichen Vieh an.
Nur zu gerne, Bruder. Dann nehme ich mich dem abscheulichen Vieh an. Das heißt, jetzt ist das Kind noch einmal zu beherrschen. Naja, mein Wissen über diese Wesen ist leider mehr als beschränkt. Meinst du, es wird hier in der näheren Umgebung sich befinden? Wer zu sagen, vielleicht. Ich habe nichts gefunden, außer diese Höhle, die dem Ort hier entsprechen würde. Eine Höhle, eine Halle oder etwas dergleichen würde dem gleichkommen. Und da er anscheinend nicht hier sich befindet, müssen wir damit rechnen, dass er auf diesem Planeten noch woanders sich befindet. Liegen hier tatsächlich noch diese Leichen? Ja, die überrestlichen Leichen vom dunklen Mechanikum, ja. Also die Roben sind zerschlissen, Fleisch gibt es nicht mehr an ihnen, aber viele merkwürdige Mechandendriten. Sehr gut. Was haltet ihr davon, wenn wir schauen, ob einer von diesen Heretikern noch Daten hat? Sowas ist sehr gefährlich. Sie könnten Viren in ihren Systemen haben. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Naja, aber wir müssen dieses Symbiarchen finden. Ich verstehe nur nicht, was selbst... Ja, du kannst runterschauen. Du wirst da Dunkelheit finden und zerstörte Laserschneidemaschinen. Und wie tief ist das? Also je nachdem, du kannst ein bisschen runterklettern, runtersteigen, nach, du würdest sagen, 20 Metern, also die Löcher sind relativ groß, aber nur 20 Meter tief, also auch da findest du in den Spalten keinen Symbiarchen. Enttäuscht. Ich würde gerne mal schauen, ob ich Spuren von dem Symbiarchen außerhalb der Kapsel finde und wo die hinführen. Ja, Spuren lesen, aber das ist ein schwerer Wurf. Ja. Was hättest du gerne als Malus? Minus 30. Mhm. Ich tippe wenn das Dorf. Wenn das sich so langsam abdeutet, dass da drinnen keine Feinde mehr sind, stecke ich meinen Bolter weg, ziehe mein Kampfmesser und gehe auf diese auranische Quarantänewache zu, der ja mit uns gelaufen ist. Korrekt, der ist mit dabei. Ich stelle mich vor dem mit gezücktem Kampfmesser. Dreh das Messer um und berühre mit dem Griff meines Messers seine Schulter. Wir hatten uns nicht richtig vorgestellt. Mein Name ist Octavius. Ich grüße dich. Heidal. Es sieht so aus, als hätte unser alter Feind euren Planeten hier schon infiltriert gehabt. Schaut euch diese Höhle an. Er kommt mit nach drin, begutachtet sich das, schüttelt dann mit dem Kopf. Davon weiß ich nichts. Nun, diese Gerätschaften sind schon lange hier. Und so etwas kann euch immer blühen, wenn wir kein wachsames Auge oder wenn wir euch nicht mit den Gerätschaften ausstatten, um selber euren Planeten so beschützen zu können, wie er es verdient. Du siehst so ein bisschen Abscheu in seinen Augen. Vor allem, wenn er dann diesen dunklen Maschinenkult dann betrachtet oder das, was noch übrig geblieben ist. Auch diesen Chaosstern betrachtet er mit Widerwillen, auch wenn er nicht weiß, was es ist, aber trotzdem so ein Widerwille in seinen Augen, den du erkennen kannst. Ich werde Kaele davon erzählen. Von all dem. Natürlich. Ihr werdet erkennen, dass wir gute Verbündete im Kampf gegen diese Bedrohung für eure Welt darstellen werden. Er nickt. Davon haben wir nichts mitbekommen. Ich bin, wir haben den Kontakt mit diesem Dorf verloren und lange nachdem wir die Kämpfe geführt haben, haben wir nur noch diesen Wall nach oben gezogen, um all diese Wesen drin zu halten, damit nichts mehr nach draußen kommt. Das ist keine Schande, dass ihr dieses übersehen habt und ihr habt gute Arbeit geleistet, diese Verseuchung einzudämmen. Ich würde vorschlagen, respektvoll, dass ihr und eure Männer das ganze Tal noch durchkämmt, ob uns vielleicht der ein oder andere entkommen ist. Aber ich glaube es nicht eigentlich.
Wir werden auch hier bleiben. Wir werden auch gerne in eurem Namen eine Nachricht an euren Anführer überbringen. Ich werde einen eigenen Läufer schicken. Verzeiht. Das ist in Ordnung. Bevor du dem Kaela aber berichtest, musst du verstehen, dass wir nicht gleich sind. Und dass wir sehr wohl besser sind als du. Um ein Vielfaches. Bruder Gabriel, mäßige deine Worte, wir sind Gäste auf dieser Welt. Und wir sind die Engel des Imperators, gesandt, um sie vor dem Verderben zu bewahren. Das sollten sie mit Respekt entgegentreten und sich uns auf Knien begrüßen. Ja, jetzt siehst du wieder Abscheu in seinem Blick. Ich seufze sehr laut über internes Headcom.